Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist bei uns schon mittags. Andrea und Liana sind gerade auf den Hochstuhl gelaufen. Die machen da immer so eine kleine Runde. Bei uns hinten geht es ja direkt ins Feld und da gibt es so einen Hochstuhl. Und da spielen sie dann immer und machen ein kleines Picknick. Total süß. Die haben jetzt immer ihre feste Liana-Papa-Zeit. In der Zeit, wenn Bändchen schläft, weil dann kann ich ein bisschen an den Schreibtisch. Wir sind gut in den Tag gestartet, aber die Kinder, ne, meine Kinder, die brauchen einfach nicht viel Schlaf. Es ist unglaublich. Die gehen ja relativ spät ins Bett und wir hatten das dann immer so, dass ich um 6 aufwache und sie um 8. Dann hatte ich so 2 Stunden Zeit, ein bisschen was zu arbeiten, aufzuräumen, das Frühstück zu machen, den Morgenkreis vorzubereiten. Und jetzt plötzlich waren die immer um 7 auf. Dann schaffe ich das nicht immer ganz, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich kann ja auch alles mit den Kindern zusammen machen. Und so haben wir es dann heute auch gemacht. Ich habe geduscht, ich habe mich gerichtet und ich war, ich war gerade am Kaffee holen. Ich mache dann immer für André und mich eine Latte Macchiato morgens, weck dann meistens André auf, wenn er nicht selber aufgewacht ist schon und dann starten wir gemeinsam in den Tag. Und da war ich gerade am Kaffee machen und dann haben die zwei gerufen, die zwei Süßen. Ich habe sie im Babyfon beobachtet. Und die sind dann immer so süß, die kuscheln dann auch noch morgens, Familienbett, ne, das Beste, was es gibt, also für uns, ich will da keinem zu nahe treten. Und dann bin ich hoch und dann lagen die zwei schon Arm in Arm da und Liana hat Ben was erzählt, total süß. Und dann sind wir runter, sind zusammen zum Bäcker gelaufen, haben was vom Bäcker geholt und haben gefrühstückt, das steht auch noch alles da, weil nach dem Frühstück haben wir gleich angefangen hier zu spielen. Jetzt werde ich den Frühstückstisch abräumen. Ich habe jetzt Ben hingelegt und habe schon was gearbeitet. Wir haben einen neuen Oceans Apart Code, falls es jemand von euch auch interessiert. Alles groß geschrieben, Jana, J-A-N-A. Ab 69 Euro Mindestbestellwert bekommt ihr ein gratis Outfit oder Fitnessartikel. Der gilt immer 48 Stunden, also wenn ihr den Vlog seht, nur noch 24 Stunden. Ich liebe diese Kleidung von Oceans Apart, die ist so bequem. So tolle Sportoutfits, aber halt auch Homeoutfits, die Jogginganzüge, das da ist auch so ein Hoodie, super zum Stillen. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich muss jetzt Chaos beseitigen. Oh, das darf man eigentlich gar nicht zeigen, weil dann wieder alle sagen, ich bin so unordentlich. Aber dafür laufen ganz viele Sachen im Hintergrund, die dann halt nicht jeder weiß. Frühstückstisch muss ich jetzt abräumen. Da hinten stehen noch einige Hühler-Zubehörteile, die ich jetzt auch mal richtig verstauen möchte. Wir müssen noch einen guten Platz finden für unseren Hühler und ja, das Zubehör. Und dann mal schauen, was ich als nächstes mache. André hat gesagt, er grillt wieder. Wir haben noch einiges an Grillresten, das wir heute noch mal warm machen fürs Mittagessen. Es soll heute vom Wetter her ein bisschen schlechter werden, deswegen werden wir uns wahrscheinlich heute Nachmittag dann drinnen beschäftigen. Aber ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Haushalt. Das Frühstück steht noch da und ich habe heute Morgen mal den Aera ausprobiert. Total toll, das ist ein Lufterfrischer. Und da kann man auch so ätherische Öle reinmachen und Ben und Liana waren natürlich voll fasziniert. Ich muss jetzt ein schönes Plätzchen für den finden. Und dann werde ich den auch täglich anmachen. Da habe ich gerade Etiketten weggeschnitten. Ich habe euch gestern im Vlog gezeigt, dass ich neue Schlafanzüge und einen Jogginganzug bestellt habe. Ja, und jetzt werde ich erstmal das Frühstück abräumen. Ihr Lieben, ich habe ein bisschen geschafft aufzuräumen. Ich habe eine Waschmaschine angemacht, ich habe den Tisch abgeräumt und die Theke freigemacht. Jetzt sind Liana und Papi zurück und hatten total viel Spaß. Liana hat mir gleich erzählt, was die alles erlebt haben. Total süß. Auch ganz spannende Sachen. Sie haben nämlich Rocky verloren, aber dann doch wieder gefunden. Bändchen ist jetzt auch wach. Und jetzt mache ich eine Runde Spielzimmer aufräumen, dass der Ben hier spielen kann. Liana möchte jetzt ihre Paw Patrol-Zeit einlösen, ihre iPad-Zeit. Wir sind da immer noch so ein bisschen am Rumdiskutieren, wann die beste Zeit ist. Ich habe es gerne, wenn sie nachmittags schaut. Also morgens darf bei uns keiner Fernseher schauen. Das finde ich einfach doof. Morgens will ich einfach mit Morgenkreis und Singen und Spielen in den Tag starten und dann nach dem Mittagessen oder ab der Mittagsessenszeit ist es mir mehr oder weniger egal. Und dann kann sie selber entscheiden, möchte sie ihre Folgen jetzt schauen oder dann nachmittags.
Und jetzt wollte sie halt schauen, jetzt waren sie auch lange draußen. Und ist ja auch wieder so ein bisschen Entspannung und runterkommen. André geht jetzt an den Grill und macht unser Mittagessen. Ich mache jetzt hier das Spielzimmer ein bisschen aufräumen. Das ist komplett im Chaos von heute Morgen. Dass Bändchen hier wieder ein bisschen spielen kann. Und wenn Ben dann beschäftigt ist, mal gucken, ob es klappt. Dann werde ich noch ein bisschen versuchen, weiter aufzuräumen. Also los. Ich such's dir gleich raus. Tofu und irgendwelches Gemüse. Oder Käse. Ah, wir haben noch Grillkäse, Schatz, im unteren Kühlschrank. Ja. Den hätte ich gern. Hallo, wir grillen heute für Mittagessen und möchte euch mitnehmen. Viel Spaß. So. Gasflasche aufmachen. Ja. Dann hier aufmachen und super. Das Feuer oder Gas brennt. Sieht man das? Glaube ich nicht. Aber ich sehe das. Und jetzt warten wir ein paar Minuten, bis es heiß wird. Hier ist unser Essen. Die Reste vom Tofu für Jana und Kinder. Baguette, Grillkäse und Bratwurst. Irgendjemand ruft mich an. So. Fokus. Super. Sehr gut. Jetzt putzen wir ihn. Bisschen. Essen ist auf dem Grill. Käse, 5 Minuten pro Seite stand da. Würstchen, auch 2-3 Minuten pro Seite, würde ich sagen. Und die Reste müssen nur warm werden, deswegen ja, ich mache die oben drauf. Und Baguette mache ich später drauf. Es wird auch ganz schnell gehen. So, das Essen ist fast bereit. Ein paar Minuten noch und dann können wir schon essen. Ich freue mich. So sieht es aus. Mein Teller. Jana und Kinderteller. Mmm, yum, yum. So, Liantin hat nicht so Lust auf Grillen, deswegen machen wir ihr einen Wrap. Papi hat ihr ein Tofu-Westchen warm gemacht und deswegen kriegt Liantin jetzt ein Wrap da draus. Bändchen hat Hunger. Ihr Lieben, wir richten uns jetzt gerade. Wir sind angezogen und holen jetzt noch den Kinderwagen draußen. Dann laufen wir runter auf unseren Wochenmarkt und holen... Oliven! Oliven, genau. Und? Peperoni. Und? Käse. Das geht's. Willst du dem Vlog sagen, was du da gerade machst? Ich soll sagen, Liana hat gesagt, sie muss hier mal ein bisschen Müll wegmachen. Auf der Straße liegt zu viel Müll. Und jetzt hat sie da ganz viele Sachen von der Straße aufgehoben. Und jetzt laufen wir zum Mülleimer. Was für ein tolles Kind. Das machen wir jetzt, mein Schatz. Aber ich mach's alles da rein. Du darfst es reinschmeißen. Okay, dann los. Das ist der Mülleimer? Ja. Wie toll. Toll, dass du da selbst drauf kommst, mein Schatz. Wir entdecken immer so viele Sachen beim Spazierengehen, oder? Die Liane hat gerade wieder die Badewanne entdeckt. Das ist so süß gemacht. Eine bepflanzte Badewanne. Ne? Was hast du gefunden? Eine Feder. Oh, wie schön. Eine Feder. Njum, 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 njum. Sind die Flock gefüttert? Was machen wir jetzt, Liana? Wir holen ein Milchshake! Ein Milchshake! Die Eisdiele hat offen. Und du? Du isst Oliven, stimmt's? Leckerer Bananenmilchshake und Erdbeermilch. Mmh, Bändchen darf auch schon probieren. Schmeckt lecker. Aber ganz schön kalt. Heute ist die Sonne nicht da. Ben will lieber Banane. Du bist ja süß. Das ist tief. Mhm, sieht schön aus, ne? Die Häuschen am Bach. Findest du es tief? Ja, ist tief, ne? Auf der anderen Seite ist es eine Brücke, nur die Hauswände sehen nicht so schön aus, ha? So, jetzt gehen wir noch zum Bioladen. Jetzt haben wir leckere Oliven und Peperoni und Schafskäse geholt. Das machen wir dann wieder zum Grillen dazu.
Und jetzt spazieren wir noch kurz zum Bioladen und holen noch ein bisschen Obst. Wir brauchen wieder Wow, wow. Schau mal, der Ben sagt wieder Wow, wow. Da steht eine Ente und ein Igel. Und er sagt Wow, wow. Dafür kann er Staubsauger sagen. Und ein Vogel, genau. Im Bioladen holen wir jetzt noch leckeres Obst, ne? Wir brauchen Obst, Bananen. Im Bioladen gibt es, glaube ich, nichts zum Spielen, oder? Wir gucken mal. Vielleicht Seifenblasen. Was? Seifenblasen gibt es da, glaube ich. Im Bioladen. Und zwei Teddybärchen. Zwei Teddybärchen hast du gefunden? Oh, Bändchen, aber nicht mitnehmen, ne? Das ist nur zum Anschauen, weißt du? Das gehört jemand anders. Das Streicheln. Wo sind zwei Teddys? Oh ja! Ich gar nicht gesehen. Ein Huhn, der Ben hat die Schnecke, aber es hat schön da lassen, ne? Wir streicheln die und gucken die an. Weißt du, die gehören nicht uns. Batz, batz. Hier ist noch eine Ente. Oh ja. Oh, wie schön. Ihr Lieben, wir sind zurück vom Wochenmarkt und haben mitgenommen Schafskäse, Oliven, gefüllte Peperoni, Oliven mit Knoblauch, eingelegte Peperoni und Bohnen. Und dann waren wir noch schnell im Bioladen und da gab es Gurke, Brokkoli, Grapefruit, Orange, Bananen, Dinkelspaghetti, einmal Rahmsoße, Erdnussmus Crunchy und zweimal die Lieblingstofu-Würstchen. Da kommt der Papi wieder. Ich bin gerade mit den Kindern am Spielen. Papi ist noch kurz in den Edeka. Ich habe ihn Schokolade kaufen geschickt. Esel, meine Schokolade. Ich brauche immer wenigstens ein Stückchen Schokolade. Wenigstens eins. So nach dem normalen Essen. Aber es hat auch noch Wasser gefehlt. Und was hat noch gefehlt? Noch irgendwas. Schokolade, Wasser und irgendwas habe ich ihm noch aufgeschrieben. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich zeig's euch gleich, wenn er reinkommt. Bändchen will hier immer die Treppe hochklettern. Und dann muss man natürlich gleich hinten dran. Ne, du Süßi. So, das hat der Papi mitgebracht. Ach so, jetzt zeige ich wieder nur Essen in dem Vlog, ne? Es beschweren sich jetzt schon andere, dass ich immer nur Essen zeige. Schokolade, Chips, Kürbis, Avocado und Tomaten. So, meine Lieben, die kleinen Süßen schlafen. André guckt gerade noch eine Runde Two and a Half Men. Ich mache mir jetzt meinen Kaffee und gehe an die Arbeit. Ich habe noch einiges zu tun und momentan ist es echt viel, aber es macht super viel Spaß. Habe ich hier ein gutes Licht? Und ich habe heute darüber nachgedacht, warum ich eigentlich immer so viel Essen zeige. Und heute kam es mir. Immer in den Momenten, sei es Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, ist meine einzige Pause. Also dann, wenn ich mal alles andere beiseite lege, sei es jetzt Arbeit oder auch die Kinder bespaßen oder halt mein Fokus. Ich glaube, mein Fokus, wenn ich was koche oder ein Essen zeige oder hinsitze zum Vloggen, ist so, oh, ich muss vloggen. Und ich glaube, deswegen ist mein Vlog immer sehr essenslastig, weil ich es nie verpasse, Frühstück, Mittag und Abendessen zu zeigen. Weil ich immer in den Momenten halt eine kurze Pause habe. Also ich glaube, das erklärt es ganz gut. Und ich bin meinem Großpapa sehr dankbar, dass er mir das gesagt hat. Weil ich versuche jetzt natürlich, mehr Abwechslung reinzubringen. Aber heute habe ich wieder gedacht, oh nein, jetzt habe ich wieder nur Essen gezeigt. Und habe so ein bisschen nach dem Grund gesucht. Und ich glaube, den habe ich jetzt gefunden. Also ich glaube einfach, weil das meine Pausen sind, meine einzigen am Tag, dass ich da dann immer automatisch die Vlog-Kamera hinzunehme. Ja. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ihr Lieben, ob ich mal eine Pause mache, was Daily Vlogs angeht, ob ich mal einen Tag, zwei Tage Pause mache. Also, wenn ich keinen Vlog schaffe, dann mache ich ja immer noch ein Sit-Down-Video und damit fahre ich eigentlich ganz gut, weil Sit-Down-Videos nicht den ganzen Tag bedeutet, dass ich die Kamera in der Hand habe. Aber ich habe halt so ein bisschen Bedenken, wenn ich mir jetzt sage, okay, wir machen das nicht mehr daily, wir machen zwei Tage die Woche frei, wir machen nur noch 5 Vlogs die Woche, dass ich dann so ein bisschen den Anschluss verpasse und dass es dann eigentlich anstrengender ist, die Kamera in die Hand zu nehmen, wie wenn es sowieso automatisch immer dabei ist. Ja, ich muss da noch ein bisschen überlegen. Momentan ist es einfach sehr, sehr viel. Was aber schön ist, ne? Also ich will mich da gar nicht beschweren, weil es ist viel, weil
viel läuft und sich viel entwickelt. Und das ist ja super gut, dass sich gerade so viel entwickelt und dass ich endlich Geld verdienen kann mit dem Ganzen. Also fast 4 Jahre, ne? Als Liana 3 Monate alt war, haben wir angefangen zu vloggen. Und im März, Ende März, wird meine Maus schon 4 Jahre. Was bedeutet, 3 Monate später, also ja, ich würde sagen, so seit 3,5 Jahren vlogge ich jetzt. Am Anfang ja nicht. Am Anfang ja jetzt nicht so ganz intensiv wie jetzt, aber ja, wir machen das jetzt echt schon lange. Und es macht Spaß nach wie vor. Aber jetzt haben wir halt noch andere Projekte an der Seite. Also überlege ich immer wieder, ob ich mal ein bisschen weniger machen soll. Aber dann denke ich wieder, oh, ich habe, wisst ihr, wenn ich dann gucke, wie viele täglich unsere Vlogs schauen. Und also wir hatten noch nie unter, ich glaube, 4500 Views auf dem Video. Wenn ich dann denke, dass 4500 Menschen halt nicht jeden Tag ein Video bekommen, dann ist das auch schon wieder krass, ne? Also ihr haltet mich halt dran, weiterzumachen. Ihr seid da, ihr seid super aktiv, wobei die Kommentare gingen extrem zurück. Also kommentiert wird nicht mehr viel unter den Videos, aber ich stelle auch viel zu wenig Fragen. Oder, ne, ich muss euch da noch wieder mehr mit einbeziehen, dass ihr da auch Lust habt zu kommentieren. Aber ja. Mal schauen, wie die Reise weitergeht. Mein Cappuccino. Bisschen Schokolade. André guckt Two and a Half Men. Bisschen aufräumen müssen wir auch noch. Papi? Aufräumen ist überschätzt. Genau, absolut. Bei uns sowieso. Ich gehe jetzt an den Computer hier nebendran. Eigentlich gehe ich immer hoch ins Büro, aber wenn André unten noch irgendwas macht, dann bleibe ich gerne hier sitzen. Dann leisten wir uns gegenseitig Gesellschaft. Und wenn André dann ins Bett geht, gehe ich ins Büro. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Danke, dass ihr da seid. Und vielleicht bis morgen. Also, ich mache auf jeden Fall morgen einen Vlog, aber vielleicht bist du auch dabei. Bis ganz bald. Ciao.